There's a happy sight. Can you help us get the gate open? Almost didn't recognize you, Jesus. Once I got in contact with my people, I headed right back. Had to make sure you folks were safe. I think I'm getting the hang of this. We'll keep the muertos away. Just get me to the gate so I can open it up. We're almost there! Javi, get in the busket and I'll lift you to the top of the gate! Busket? The thing in the front! The scooper thing! Whatever, get in it! Okay. Bin ich offen? Ist das so eine Kuh? Das ist so eine gute Idee. Yuck. Javi, the basket! Right. Yeah, basket. Nice of you folks to drop by. Second. They couldn't just have an open gate button. Okay, ich nehme mal den roten Hebel. Ich glaube, das ist. Okay, never pull that lever again, Javier. Okay, dann doch nicht. So, wir haben Knöpfe. Ich würde sagen, grün. Ah, grün sieht gut aus. You did it, Javi! Bingo. Let's get inside and wrangle the walkers together! If we get them in one group, we can lead them right out! Wow, das sind viele. Full steam ahead. Kate, kannst du nicht schneller fahren? Let's get out of here! Jesus! Over here! We need to round up these walkers! Head them towards the gate! Welcome back. I thought we were coming back to, well, not to this. It's just a little surprising. So froh, dass du wieder da bist. Gleiche Scheiße, anderer Tag. Ja, apropos. I'm just glad you didn't give up on us. Real glad. I gave you my word. Javi, look! It's Clem! Gabe? Is he? No, no, he's fine. He's just banged up. What happened, Clem? Their car got overrun with walkers and crashed. I was barely able to save Gabe. What about David? David's dead.
Was? I'm just glad you found Gabe in time. Danke, dass du Gabe gerettet hast. So ist das eben. Was? Nein. Thank you for saving Gabe. I don't know what I'd do if I lost him too. Of course. When I got there, it looked like David had turned. And that Gabe had to stop him. Oh, God. Gabe. It's horrible. Javi? My dad, he... I know, buddy. He's gone. No. He wanted me to tell you. Take care of each other. Where did you find them? A little ways outside of town. Not too far. Can you take Gabe somewhere safe? Yeah, sure. Come on, Javi. Where are we going? A funeral. Was? Hier ist alles voll mit den Streunern und die will ein Begräbnis machen? Ich bin jetzt doch ein bisschen irritiert und vor allem irgendwie so, dass man das jetzt nicht gesehen hat, so unemotional. Ich weiß nicht. Over here, Kate. It's this way. God. Poor David. Poor Gabe. I can't Gabe imagine. Ist erwachsen geworden. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Dazu hätte es nicht kommen dürfen. Yeah. Poor Gabe. He shouldn't have had to suffer that. Yeah. He talked about this every day. What to do when he died. He was convinced it would happen in the field. Every day. Das klingt nach ihm. Sein Wunsch wurde erfüllt, dieser morbide Scheißkerl. As talking about the weather. Then be happy, David. You got what you wanted. More than you realize. He'd talk about his military funeral the way that other people talked about retirement plans. He'd only change the subject if I promised I'd bury these. He didn't care about burying his body. As far as he was concerned, this was him. Help me dig. It doesn't have to be much. We should probably say something. Ich passe auf Gabe auf. Ich liebe dich, Bruder. Bleib dieses Mal fern. When you see Pa, you tell him I said hi. And then I'm sorry for not paying you back that $10. Do you, you want to say something? Let's go. Ist das ihr Ehering? 3 Tage später. Hänge Foto an die Wand. Ach, hier sind alle Toten, ne? Soll das der Trip sein? Ich glaube, ja. It was his own fault. If you regret helping me, if you're feeling any guilt,
bury it. Nur er selbst ist schuld. Wir müssen weiter. Ich habe David im Stich gelassen. Don't let it eat you up inside. We need to move on. Move forward. We do. And we will. Usually the quiet scares me. What about now? There's a lot of work to be done. The herd could come back. Still, though, I feel more calm here than I ever did in an old van on streets with no streetlights. We earned this, Javi. We earned feeling calm in the quiet. Let's start a family. You and me. A fresh start. What do you say? Lass es uns machen, ich will keine Kinder, sonst ist es zu früh. Ja, gut, machen wir, ne? You're on. Let's start a family. You don't think it's selfish? It's not the safest world outside of Richmond. Or inside it, truth be told. So long as I got you, I'm not too worried about it. We'll be up there before we know it. Better do something worthwhile in the meantime. Was war das denn jetzt? Vor allem, wie ist denn jetzt hier so schnell Ruhe eingekehrt? Die haben gesagt, die wollen die zusammentreiben. Yes indeed. We came here to put an end to the raiding. Das hat jetzt einfach so schnell geklappt, like oder wie? That's been done. Glad we got it settled. Für einen hohen Preis, wir können dich gebrauchen. Ich mag dich, Jesus. We could use you around here. Please stay. We got other people depending on us, Javi. Just the way it is. I was worried about you, Javi. About who you are inside. You helped save these people, though. That goes a long way for me. Second chances are in short supply these days. That's what this place can be, if you let it. Trust me, though. Life within walls is a hell of a lot different than life on the road. Don't take shortcuts like Joan. You gotta do the right thing. Always. Das werde ich tun, wenn ich bleibe, Abkürzungen funktionieren. Also, will er jetzt hier bleiben, beziehungsweise alle wollen hier bleiben, und er wird dann der Chef, oder was? I read people pretty well. Little gift of mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change, and I think you should. For the better. Ich werde mich kümmern. God knows this town could use it. Yeah. You know what? I'm gonna step up. Lead this place in the right direction. Then as far as I'm concerned, Richmond's in much better hands than it was. Hey, Jesus? Hey, Gabe. Thanks for, you know, not letting me get killed, and for coming back to help us. Yeah, thanks for that, man. Pay it forward. Be vigilant. Trouble never stays too far away. You're alive. Ach, sieh an. Don't remind me. I'm not gonna say thank you for keeping me alive, but I'm gonna try and find something out there that might make me say thank you someday. So where's AJ? Tell me. Tu es für Clementine. Jetzt ist deine Chance. Du schuldest uns was. You know Clem won't rest until she finds AJ. Where is he? Please, man. For her sake. He's at McCarroll Ranch. It's not too far from here. That's where we left him, at least. Thank you. Good luck out there, Doctor. Hä? Die haben den auf irgendeiner Ranch zurückgelassen? Ja, ist der da alleine oder was? You're out of here too, huh?
Yeah. It's time. I have to find AJ, Javi. I've waited so long. But could you do me one last favor before I leave? Oh. Ach, er schneidet ihr die Haare. I used to do this for my niece. That's nice of you. She thought I was terrible at it. Were you? Not your business. I'm really gonna miss Gabe. I mean, he's super annoying sometimes, but I've gotten used to having him around. At least I brauche ihn hier. Der Typ ist in dich verknallt, mach dir Gabe keine Sorgen. He is a total dork. Not that he said anything to me in particular, but you know the guy's got a Mondo crush on you, right? He does not. Oh, doch. Oh my gosh, you have a crush on him too. I do not. Oh, doch. Well, you both have my blessing. I'm gonna stab you with those scissors. I have to see AJ, Javi. I have to see that he's okay. Do you think he remembers me? Er ist noch so jung. Wer könnte dich vergessen? Wir hoffen nur, dass er in Sicherheit ist. Maybe. Who could forget you, Clem? No one who knew you, I guarantee it. Yeah, maybe. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. Ja, aber all die Leute sind doch hier. Also all die Leute sind noch in Richmond. Wer ist denn da auf der Ranch? I can't stop thinking about it. Deinetwegen ist er am Leben. Du hast einen Fehler gemacht. Natürlich warst du da. I really wish I could. Ich weiß jetzt nicht. Did you love him? With all of my heart. And of course you were. Was war sie gut zu ihm? Gabe told me you used to play baseball. I did. I loved it. He told me you fucked it all up, too. Yep. Sure did. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? Finde etwas Besseres. Verlust macht dich stärker, man kommt nie darüber weg. If you really loved it. How? That's what's good about a broken heart. When you're looking at it all broken and shattered on the floor, you figure out the pieces you need versus the ones you liked. If you're ready to move on, that is. If. All done. Well, how's it look? Oh, sieht voll cool aus. You know what? I'll grab your hat. Warum? Ich finde das gar nicht so schlecht. I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well, you come back, and I'll tell you all about it. It's a deal. If I bring AJ back with me, will you teach him too? Aber natürlich, lass ihn in Ruhe, bring ihn zurück. You bet. He belongs with you, Clementine. Bring him back. Voll die coolen Klamotten. Was? Was? Das war's jetzt? Das war das Ende? Ich bin enttäuscht. Aber gut,
Dein Erlebnis mit David war herzlich. Du hast Davids Hilfe angenommen, nachdem er dich in der Nacht, in der dein Vater starb, geschlagen hat. Du stimmtest Davids Plan zu, sich in seinem Haus in Richmond zu treffen. Du nahmst Abstand von David, als er Hilfe brauchte. Gabe musste seinem eigenen Vater eine Machete ins Gehirn jagen, nachdem David sich verwandelte. Ja, hat man ja nicht gesehen. Okay. Dein Erlebnis mit Kate war gespalten, was? Du warst erleichtert, als du Kate lebend auf dem Schrottplatz fandest. Du lehntest Kates Plan, Richmond zu verlassen, ab. Du erzähltest Kate, dass du eine Zukunft mit ihr willst. Du erzähltest Kate, du wolltest eine Familie mit ihr gründen. Warum dann gespalten? Nur weil ich den Plan abgelehnt habe? Dein Erlebnis mit Gabe war gleichgültig. Du machtest Gabe unglücklich, weil du nicht über Nacht im Trailer bliebst. Du hast die Wahrheit über Gabes Freund aus der Nachbarschaft verschwiegen. Ja, stimmt, das habe ich leider getan. Und irgendjemand hat es doch dann erzählt, ne? Die Kate, glaube ich, war das. Du halfst Kate Richmond zu retten, bevor du Gabe nachgingst. Ja. Deine Geschichte. Trip ist tot, Eleanor lebt. Du hast Trip beruhigt und versprochen, dass du in Prescott keine Probleme machen würdest. Ist jetzt im Endeffekt nur eine Zusammenfassung von allem, was ich gemacht habe, ne? Du vergabst Eleanor, dass sie dich bei Joan verraten hat. Alles klar? Ava und Dr. Lingard, okay. Clementine lehnte Avas Angebot ab. Ja gut, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht alles lesen, oder? Conrad, Jesus, hätte Jesus sterben können? Als du ihn trafst, vertrautest du Jesus nicht und fesseltest seine Hände. Ja, stimmt. Joan. Zurzeit ist Joans Standort unbekannt. Ja, das stimmt. Wo ist sie? Wo zur Hölle ist sie? So. Du bist mit David an der Kante gestanden. 92% der Spieler haben das getan. Kann ich absolut nachvollziehen. Was hast du zu David über Kate gesagt? 28% der Spieler gestanden die Affäre mit Kate? Gestanden ihre Liebe zu Kate? Ach ja, stimmt. Das stand ja irgendwie noch als Auswahl. Wir lieben uns oder so. Das habe ich ja nicht genommen. Hast du mit David gekämpft? 65% haben es nicht getan. Kann ich auch nachvollziehen. Bist du Gabe und David hinterhergefahren oder bei Kate geblieben? Ja, 61% blieben bei Kate, okay. Ist Clementine mit dir mitgekommen? Wann? 54% der Spieler waren nicht bei Clementine, als ihr Hilfe brauchtet? Ist Clementine mit dir mitgekommen? Waren nicht bei Clementine, als ihr Hilfe brauchtet? Weiß ich jetzt gerade nicht, aber auch wieder der Mehrheit angeschlossen. So. Oh. Deine Clementine wurde mutig und selbstbewusst. Was? Gibt es da unterschiedliche Optionen? Als eine Tragödie die Gemeinde in Wellington traf, blieben Clementine nur Sekunden nach dem Hut ihres Freundes Kenny zu greifen, bevor sie und AJ wieder ganz allein auf die Straße gezwungen wurden. Ja, stimmt. Nachdem die Umstände sie zum Beitritt in die neue Grenze gezwungen hatten, nutzte Clem deren Ressourcen ohne zu zögern für ihre eigenen Zwecke, was zu einer Verbannung und einem tränenreichen Abschied führte. Als Harvey und David beim Wasserturm kämpften, erinnerte sich Clem an einen ähnlichen Kampf vor langer Zeit. Sie brachte die Situation unter Kontrolle, indem sie David eine Waffe an den Kopf hielt und so eine Eskalation verhinderte. Nachdem David mit Gabe im Truck weggefahren war, wusste Clementine, dass es das Beste wäre, im Alleingang zu handeln. Das bedeutet, Harvey zurückzulassen und der Person zu helfen, für die er sich nicht entschieden hatte. Okay. Clementines Geschichte wird weitergehen. Okay. Wow. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wow. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich war noch nie von einem Ende eines Spiels so sehr enttäuscht wie jetzt. Und ja, keine Ahnung, wo soll ich anfangen? Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Happy End wird. Ich habe damit gerechnet, dass noch irgendjemand stirbt.
Ich habe fast vermutet, dass es Kate sein wird, denn Kate war so der Charakter, ja, der eigentlich prädestiniert dafür ist. Die Spieler bauen eine Bindung auf, die Spieler mögen den Charakter, also ich glaube nicht jeder mag Kate, aber ich mochte sie am Anfang sehr und sie wäre halt prädestiniert dafür gewesen, sodass man, dass es schon wieder voraussehbar gewesen wäre, dass sie stirbt. Hätte ich auch blöd gefunden, weil es halt einfach so, ja, es hätte so gut gepasst, jetzt ist niemand tot, finde ich auch blöd, bin ich auch nicht mit zufrieden, abgesehen jetzt von David, aber dazu gleich mal mehr. Also ich hätte so einen richtigen Schock, mit dem niemand rechnet. Das hätte ich mir gewünscht, dass Harvey stirbt, vielleicht auch Clementine, weil ganz ehrlich, Clementines Geschichte wird weitergehen, ist ja schön und gut, aber wenn es genauso passiert, wie das bei dieser Season hier war, dann möchte ich das gar nicht. Weil, oh nee, das war nicht gut. Das war alles nicht gut. Ja, der Tod von David, was soll man sagen, man hat ihn da jetzt rumliegen sehen als Leiche. Aber ganz ehrlich, an sich war er ja ein wichtiger Charakter. Und das nicht mal in irgendeiner Art und Weise zu zeigen. Ich weiß, man hätte es vermutlich gesehen, wenn wir ihm hinterhergefahren wären und nicht mit Kate gegangen wären. Hätte man es vermutlich gesehen, vielleicht wäre er dann noch nicht gestorben, keine Ahnung. Aber, ja, weiß ich nicht, fand ich jetzt ein bisschen emotionslos, wie eigentlich das ganze Spiel. Es war alles immer so emotionslos. Diese ganzen Nebencharaktere, die, ja, vielleicht so ein bisschen sympathisch waren, ja, sind draufgegangen, gut. Man hat nicht so richtig, ja, nicht so richtig mitgefühlt. Also, ich weiß nicht, nee. Es war alles sehr vorhersehbar. Natürlich nicht alles, aber vieles war einfach super vorhersehbar. Die Grundgeschichte, also mit dem Konflikt der zwei Brüder, die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und David ist im Endeffekt auch nur ein sehr missverstandener Charakter gewesen. Aber auch so, ja, wie soll ich das sagen, so, mir fällt das Wort nicht ein, nicht charakterstark, also so, er war immer so der harte Typ, der eigentlich nur Scheiß macht. Dann stehen die da auf dem Hausdach und er erzählt, oh ja, ich habe mir gewünscht, ein anderer zu sein, aber ich kann nicht, weil Soldat ist Soldat und so. Ich würde aber gerne jemand anders sein und ich versuche das jetzt auch. Und dann ist er aber direkt genau wieder so scheiße, so, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. Ja, Kate, wie gesagt, mochte ich am Anfang sehr, gegen Ende überhaupt nicht mehr. Super nervig, echt super nervig. Gabe war okay, muss ich jetzt sagen. Ja, Clementine war auch okay, aber halt viel zu wenig, ne? Viel zu wenig von Clementine und mit Clementine, so, keine Ahnung, wie viel Sätze hatte die jetzt in dieser Episode, nicht besonders viele. Und ich weiß nicht, ich bin enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt jetzt. Die Episoden waren viel zu kurz. Das gesamte Spiel ist relativ kurz. Ich glaube, wir sind jetzt bei 17 Folgen oder so. Oder 16, ich weiß es nicht. Relativ kurz und ja. Also ich glaube, dass wirklich einige Leute enttäuscht sind von dem Spiel. Ich habe jetzt in andere Let's Plays noch nicht reingeschaut, aber ich habe mal ein paar Reviews auf Steam gelesen, also auch schon vorher. Und die sind halt auch teilweise nicht begeistert, weil es einfach keine würdige Fortsetzung ist. Und auch die Sache mit AJ verstehe ich jetzt gar nicht, warum der da auf der Ranch ist. Die sind doch alle in Richmond. Also diese ganze große Gruppe ist doch nach Richmond gegangen. Warum ist AJ jetzt auf irgendeiner Farm und, weiß ich nicht, oder auf irgendeiner Ranch, verstehe ich nicht so wirklich. Aber gut, wird man dann ja erfahren, wenn es weitergeht. Ich überlege gerade, was war denn noch? Gab es noch irgendwas, was ich nicht gut fand? Ich weiß nicht, also Harvey als Hauptcharakter war auch okay, typischer Sympathieträger irgendwie. Also, ja. Das war's mit The Walking Dead, A New Frontier. Dann bin ich gespannt, wann es weitergeht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Und ganz ehrlich, ich komme nicht darauf klar, was das für ein Happy End ist. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwie andere Enden geben wird. Ja, vielleicht auch welche, die ein bisschen dramatischer sind. Aber ich komme nicht drauf klar, dass ich jetzt das Happy End habe. Also das passt nicht zu The Walking Dead, wenn man jetzt an Season 1 und 2 denkt. Und jetzt sind hier alle ganz glücklich. Also ich weiß ja nicht. Naja, gut, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.